what's going on right now? Also grüß euch, hier ist der Olli. Hier habt ihr eine Karte von dem, was es schon gibt und von dem, was hier entsteht. Direkt hinter der Wand, da entsteht das PAC, das Performing Arts Center. Der World Trade Center Tower ist zu unserer Rechten. Und zur Linken, da werfen wir jetzt noch einen Blick auf den Oculus. Wow. Die beste Zeit, um hier unterwegs zu sein. Wow, das entsteht hier. Die beste Zeit, um hier unterwegs zu sein, ist früh am Morgen. Denn da ist hier noch keiner unterwegs. Und da drüben kommt er raus, der Oculus. Westfield Place vom Calatrava, dem spanischen Architekt, geplant, für viel zu viel Geld gebaut, ein großer U-Bahn-Hub, wo viele U-Bahnen ankommen bzw. durchfahren, wo die Pass-Train ankommt, und das Gebäude symbolisiert etwas. Vielleicht hat der eine oder andere von euch eine Idee, was dieser Oculus symbolisieren soll, dann sagt mir doch einfach Bescheid. Und wenn ihr recht habt, dann gibt es vielleicht eine Überraschung. Da schauen wir noch mal rein in die Pfütze. Reflexionen sind meine Spezialität. Oh, da ist einer unterwegs, schaut euch an. Jetzt schwingen wir noch mal hoch. Auf diesen Oculus. Wie gesagt, wenn ihr wisst, was es darstellen soll, dann schreibt einen kleinen Kommentar rein. Wir werfen einen kurzen Blick rein und dann geht's rüber zum Frühstück im Brookfield Place bei Hudson Eats. Da gibt es nämlich zum einen einen Food Court, der rentiert sich, wenn man mal günstig gut zum Essen gehen will. Zum anderen gibt es den Le District und da kann man ganz schön zum Frühstücken gehen. Auch hier seht ihr, es ist eigentlich noch keiner da. Und das Ganze ist so leer zu sehen. Passiert wirklich nur früh am Morgen. Und auch hier gibt es eine Geschichte dazu, die ihr natürlich erst bei eurer Tour herausfindet. Zu diesen Mega-Gebäude. Hier ist heute wenig los, denn die Pass-Train von New Jersey, die direkt unter mir ankommt, die ist bis 2020 an Wochenenden vom Exchange Place hier rüber gesperrt, da hier Bauarbeiten stattfinden. Und wenn man bei schönem Wetter hier oben aus dem Fenster rausschaut, dann sieht man sogar den World Trade Center Tower. Und hier hinten sieht der eine oder andere vielleicht etwas, das zu dem, was das Gebäude symbolisiert, ganz gut dazu passt. So, liebe Leute, ich sag Servus und Ciao, wünsche euch einen tollen Tag. Wir machen uns jetzt kurz noch mal raus. Nehmen jetzt die linke Seite hier drüben. Und machen uns noch vorbei an dem nördlichen der beiden Wasserfälle, ist das, was ihr seht, wenn ihr hinkommt. Aber auch dazu gibt es viel mehr zu erzählen. Die ersten 12, 13 Stockwerke hier drüben bei dem One World Trade, der in die Wolken zieht. Die sehen anders aus wie der Rest und auch das hat einen Grund. Auch dazu könnt ihr Tipps abgeben. Hier drüben habt ihr noch mal ein paar Bilder, wie es ausschauen wird, wenn dieses PAC Performing Arts Center fertig ist. Bei gutem Wetter, da sieht das Ganze so aus, was für ein Blick. Und hier habt ihr den nördlichen Wasserfall. Ihr seht schon ganz schön,
Der leere Himmel reflektiert sich. Ihr seht hier die Namen angeschrieben der Menschen, die am 11. September ums Leben kamen. Nur 40% der Menschen, die hier angeschrieben sind, knapp 3000 Menschen sind hier angeschrieben. 6 davon kamen schon bei einem Anschlag 1993, 8 Jahre vor 9/11 ums Leben. Auch die sind hier mit angeschrieben. Da hat man schon probiert, in der Tiefgarage ein Unheil anzurichten. 26. Februar 1993. Tragisch, wenn man liest, "And her unborn child." Das ist hier der Flug 11. Mit dem Flug 175 mit dabei. Und da schauen wir einfach nochmal hier diagonal drüber. Die Morgenstunden sind, wie gesagt, die beste Zeit, um hierher zu kommen. Und da drüben tut es nochmal auf, dieser Oculus. Daneben der Dreierturm, der Viererturm, das Museum und der Fünferturm, der wird hier hinten noch entstehen. Also dann, liebe Leute, ich mache mich jetzt drüber zu dem Brookfield Place. Wenn ihr hierher kommt, da werden wahrscheinlich die Bäume schon wieder Blätter tragen. Wir sind ein bisschen später dran als ihr in Europa. Und ihr werdet merken, dass einer dieser Bäume ganz anders ausschaut. Auch dazu gibt es eine Geschichte, die ihr bei einer Tour herausfinden werdet. Da drüben ist Brookfield Place. Da macht euch rein für einen lecker Kaffee. Da mache ich mich jetzt hin zu einem lecker Kaffee. Da macht ihr euch rein, wenn ihr bei Hudson Eats was essen gehen wollt. Oder ihr geht in den Le District. Da gibt es wirklich lecker Essen. Es hat eine Art Fischmarkt, wo ihr einen Fisch direkt aussuchen könnt und dann essen könnt oder ein Stück Fleisch. Die Straßenschilder mittlerweile sind schwarz mit weißer Schrift. Das sind alle Straßen, die in die Kolonialzeit zurückgehen. Und da schauen wir hoch in die Wolken. Hier drüben steht noch keiner an. Später stehen da die Leute an, die Schlangen, die in den World Trade Center Tower gehen wollen. In den Palmengarten nehme ich euch noch mit. Und auch hier gehen wir natürlich über die Ampel, wenn grün ist, beziehungsweise weiß. Oh, der geht bei rot. Kommt kein Auto, gehen wir mit. Oh, weiß ist es. Yippie! Und ist nicht traurig, dass überall in der Stadt hier diese Zementblöcke stehen, die verhindern sollen, dass hier nicht wieder ein Auto reinfährt. So, da gehen wir da drüben rein, wo der junge Mann gerade alles sauber macht. Wenn ihr reingeht, dann ist man einverstanden damit, dass der Rucksack kontrolliert.